Gefangen im Paradies ist der nächste Level hier in der vierten Welt, die wir auch schon über die Hälfte gelöst haben. 10 von 18 Kleeblättern. Ja, das sind wenig Kleeblätter im Vergleich zu den anderen Welten, aber dafür ist die Welt auch cool, ne? Strandfeeling, Beach, Strandbars, Wasser, Meer. Das eine schließt das andere nicht aus, ihr merkt das. Also, was ist hier los? Ach ja, das ist so ein krasses Labyrinth-Level. Ist es krass? Der Knoblauch ist auf jeden Fall wieder da. Da gönnen wir uns ein bisschen Zeit, ne? Wir haben alle Zeit der Welt. Der Part hat gerade erst angefangen. Alles gut, alles gut. Ach, sei doch nicht so ein langweiliger Barracuda, Gil. Ich mach doch hier einen exklusiven Fotoshoot in deinem kleinen Resort. Zeig ein wenig Dankbarkeit. Wenn du freundlich bist, werde ich dich sogar hashtaggen. Ja, okay, aber im Ernst. Müssen wirklich alle Schirme geschlossen bleiben? Ich weigere mich, mit meinem Foto im künstlichen Licht zu schießen. Für mich gibt es nur Tageslicht. Aber die Gäste braten dahin. Sie werden schlimme Sonnenbrände bekommen. Im Ernst? Was eine blame Ausrede. Ihr muss sich ja nicht unter den Schirm stellen. Ach, schluck es runter, Täubchen. Irgendjemand muss eben für meine Kunst Opfer bringen. Ich kümmere mich drum. Kein Problem. Oh hey, kleiner Dude, würdest du für mich nach den Gästen sehen, während ich versuche, unsere hiesige Diva zu beruhigen? Ich helfe dir, wo ich kann, mein Freund. Dann machen wir glatt. Lucky, du kommst wie gerufen, Partner. Diese Katzentussi hat die gesamte Sonnenterrasse für ihr Fotoshooting umgestaltet. Wir müssen weder ein noch aus und hier draußen ist es heißer als eine Chilischote auf einer Herdplatte im Hades. Tu uns einen Gefallen und spann die Sonnenschirme wieder auf, ja? Warum denn noch nicht? 5 gibt's nur. Komm, ich komm da rüber. Und ich befinde mich... Ausgang bei dem... Ach so, ja, bei dem Häkchen... Das Häkchen heißt, da bin ich. Okay, okay. Ja, meinetwegen. Das Level einfach nur so komplex und groß, dass es... sich empfiehlt. Gehen wir erstmal den linken Weg, also den roten... Oh mein Gott. Den roten Weg. Was wäre denn da unten? Anscheinend nichts Brauchbares. Oh, es scheint aber, als ginge das so nicht, ne? Komme ich denn so da um die Ecke? Leider nicht. Gibt es da auch blaue Türen? Tatsache, oh nein. Also ich könnte hier das so machen. Hat das hier jetzt was verändert? Na, ich kann aber mich drunter graben, sehe ich gerade. Wird ein bisschen Köpfchen vonnöten sein. Okay, das ist natürlich blöde jetzt. Andererseits, man muss das auch umdrehen. Ob du da oder da beginnst, ist dann auch ziemlich Wumpe. Intelligent gemachtes Level natürlich. Das ist immer schön. Da ist Blamierpotenzial gegeben. Nein, ich denke, hier hält sich's noch in Grenzen. Die Frage ist jetzt... Ich muss trotzdem ein bisschen probieren. Gucken. Machen, tun. Ja, die Hälfte. Ist ja voll in Ordnung. Mach den Schirm auf und gut ist. Ab auf den Knoblauch. Was ist das denn hier? Zielsuchende lila Flammen. Jetzt geht's los, ne? Immer schwer zu sagen, ne? Wo es weitergeht. Aber wir kriegen das hin. Einfach schon mal laufen. Mhm. Muss immer darauf achten, ob es vielleicht immer noch die Möglichkeit gibt, unten irgendwie lang zu dackeln. Hä? Jetzt, wo ich das umgelegt habe, kann ich das wieder umlegen und dann komme ich rüber, oder wie? Ja. Verblüffend. Verblüffend.
Da wird geduscht beim Y. Wie kommt es jetzt direkt zum Y? Ja, ich Nerv nicht. Kann ich drunter? Guten Abend, Tag, hallo. Hier drin ist es ein wenig windig. Beim Duschen keine schöne Sache, ne? Igitt, ein Spannerfuchs. Entschuldigung. Wende deine Augen ab, du Tier. Du musst gerade was sagen. Wende deine Augen ab, du Tier. Also die Schirme sind nicht das große Ding. Ich glaube, die Jagd nach den 100% könnte lustig werden. Aber mal sehen. Wir haben auch die komplett andere Seite, ne? Überhaupt, dass auf der einen Seite jetzt schon drei waren, das sagt schon einiges aus, ne? Was bringt mir die Karte in der Mitte, Mann? So mäßig viel, würde ich mal einfach sagen. Okay, das C ist auch hier. Wenn der Bärenanteil auf der westlichen Seite liegt, dann ist das so. Direkt mal wieder eine gute alte Ossi-Wessi-Diskussion losgebrochen, ne? Sehr gut, sehr gut. Oder drehe ich sogar eine Runde und merk's nicht? Das wäre natürlich episch, wenn ich irgendwie anders laufe, als ich glaube. Das ist echt groß hier, ne? Nerdiger Spooky. Wie bist du hier raufgekommen, Liebling? Ich dachte, dieser Club wäre exklusiv. Tja, ja. Denken heißt nicht wissen, ne? Das ist auch schon das K? Was zum Teufel, Mann. Fehlt da nur noch ein Buchstabe und die versteckte Seite. Da habe ich herzlich wenig davon. Ist da was drin? Nee. Da spawnen einfach nur diese Dinger. Schon in Ordnung. Jetzt sieht's aus, als hätte ich die Seite geschafft. Ja, hier waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Ist auch noch was? Nicht wirklich. Ich komme da. Achso, von hier. Jetzt kann ich mal auf die Karte gucken und sehen, wo ich überall war. Ich war echt nur auf der linken Seite. Tatsache, ne? Dann haben wir genug, rechts zu lösen. Bitte rechts abbiegen für den Führerschein. Entschuldigung. Ein Fuchsbaum. Das ist doch garantiert die versteckte Seite. Wird es schwierig sein, dorthin zu kommen? Oder sagen wir mal, wie kommt man da hin? Nein, ich muss den roten noch dabei aufhaben. Warum liegt da ein Blumenkübel, Mann? Hab ich damit was zu tun, ohne es zu merken? Dreh mal, jawohl. Dann zeig mal her, hier. Hast du Chip schon getroffen? OMG, er ist der Beste. Er wird eine Menge von ihm lernen. Du wirst eine Menge von ihm lernen. Ich hoffe, dass er nicht dein neuer bester Kumpel wird. Anscheinend die Person der fünften Welt. Dauert ja nicht mehr sehr lange, bis wir das kennenlernen. Ihr endet euch von selbst, oder? Nee. Herzlich wenig davon, oder?
Das sah nach noch mehr Stufen aus. Scheinbar können wir einfach nicht auf noch mehr Einfluss nehmen. Goodie, goodie, goodie. Passt, wackelt und hat Luft. Und das hätte ich nicht mal gebraucht, weil du kannst so drauf springen. Like that. Gefällt mir. Lucky in den Badeschlappen räumt auf, ne? Das ist eine super Sache. Ich glaube nur noch ein Buchstabe, ne? Und die Sonnenschirme. Giovanni hat in jeder Welt neue Klamotten. Ach was. Ich weiß aber nicht, ob wir alle kaufen können am Ende, weil das Geld ist ja ein bisschen knapp. Ein bisschen zu knapp, wenn man alle Klamotten kaufen möchte. Sagen wir es so. So kommt man notfalls zurück. Warte mal. Hier möchte ich auch entlang. Der vierte. Hier ist sogar noch eine Karte. Vielleicht war ganz links auch eine Karte. Ich wusste nur nicht, wo sie ist. Ja. Also der Stern zeigt die aktuelle Position. Jetzt haben wir es mal ganz confirmed. Nun, danke, dass du das für mich erledigt hast. Sonst wäre ich bei all dem Sommer fast wie eine Rosine vertrocknet. Ja, wo ist das wohl? Hier kommt man zurück, aber nicht hin. Ich merk's mir. Jetzt diese Richtung. Ja, passt, passt, passt. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Punkiger Spooky. Hier in der Sonne ist es lustig, aber ohne meine Golffreundin ist es ein wenig langweilig. Ich habe sie zwar gebeten mitzukommen, aber ich glaube, sie war einfach nicht mit dem Herzen dabei. Was sind sie überhaupt für Geister? Haben die in einer späteren Welt noch was zu tun? Haben die noch offene Rechnungen in irgendeiner Form? Kann ich mich schon mal wieder viel zu frei bewegen? Zu viel Freiheit, Freunde. So, also die blauen umlegen, da könnte ich da rüber. Blau befindet sich definitiv hier. Erstmal das da hinten. Richtig, richtig nice Sache aus. Ich erspähe nämlich das C. Ich erspähe das C. Wenn du auf der Insel fertig bist, solltest du wirklich beim Rummelplatz des Zirkus du Gelein vorbeischauen, um ein paar wilde Fahrgeschäfte und frittierte Snacks zu probieren. Na bitte. Also machen wir das. Direkt nach dem Urlaub, Freundchen. Was? So wird ein Schuh raus. Haben wir alles? Wir hätten alles. Very, very nice. Ohne Preis. Nee, ohne Fleiß kein Preis. Ohne Scheiß. Aber noch ein Schirmchen, das sich in dieser Ecke befindet. Ja, nachdem ich den Schalter umgelegt habe, kann ich jetzt darüber. Das musst du lösen, macht Spaß. Ich hätte aber nicht den Bock, mich hinzustellen und das zu entwerfen. Mit den ganzen Fehlermöglichkeiten, die da existieren, wisst ihr? So.
Du bist eine Bedrohung, weißt du das? Du findest es wahrscheinlich witzig, aber einige von uns versuchen hier zu arbeiten. Aber weißt du was, schon gut. Mach nur so viel Schatten, wie du willst, Kätzchen. Ich stehe da total drüber. Manche von uns sind eben Profis. Hashtag, du kannst mir nicht die Sonne stehlen. Wow, sie hat wirklich krasse Stimmungsschwankungen. Sie hat da richtig Dampf abgelassen, hm? Immerhin sind die restlichen Gäste ein wenig abgekühlt. Hier, irgendjemand hat das im Fünf-Büro für dich abgegeben. Da steht dein Name drauf. Tut mir leid wegen all der Schwierigkeiten, kleiner Dude. Wunderbar, Wunderbärchen. Ich denke mal, wir haben alles gesehen, ne? Ja, Moment, da ist noch was. Was ist das? Ach, nur ein Gegner. Das wäre irgendwas Besonderes, Mann. Eine Special Nebenquest oder so. Aber nö. Noch wieder viele, viele Coins. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir so viele Seiten, ist überhaupt noch ein Level übrig? Sind die Reste nur noch Rätsel? Was ist denn der Rest jetzt? Was fehlt denn? Beeil dich. Es fehlen nur noch 4 Kleeblätter. Noch ein Level, oder? Nee. Scheinbar sind die Reste nur noch Rätsel. Wir haben alle Level gesehen. Das ging echt schnell, die vierte Welt. Da machen wir die Rätsel, passt mir gut. Bei denen weiß ich, dass die nicht so abstrus lange dauern sollten. Wie Lucky der immer noch steht in der Luft und dann runterfällt. Wie war das? Du magst Herausforderungen? Na dann bereite dich auf richtiges Kopfzerbrechen vor. Das werden wir ja sehen. Warum? Kann schon sein, kann schon sein. Pass auf. Also in erster Linie möchte ich das hier... das da wegholen. So, die kommen da nach hinten. Ich habe mir das ein bisschen komplizierter vorgestellt. Ich habe gedacht, ich muss die beiden... Das ist komplizierter. Man könnte meinen, das wäre einfach, aber es ist nicht so einfach. Puh, ja. Das ist eine Nuss, glaube ich. Andererseits... bequem du dich doch erstmal in diese Ecke. Dann kannst du hier hin. Oh, Mann! Puh, ihr seht die Problematik. Das, hier ist echt Platzmangel. Verdammt! Na gut, dann muss ich den Plan X erstmal nehmen. Das wird mir vermutlich das Richtige, also ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Aber auf jeden Fall...
Den mal aus dem Weg. Lass mal dahin. Ja. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Oh, was? Das war richtig übel. Alter Schwede. Das musste genau diese Reihenfolge sein. Ich werde euch vermutlich eine längere Reihenfolge, bevor ich anfange zu reden, zeigen, weil... Boah. Man konnte sich so schnell verhauen auch. Wir müssen halt so stehen und so und dann brauchst du kurz den Fuchs, damit das... Oh, okay, ihr habt es ja gesehen. Das ist die Lösung. Nicht schlecht. Gut, ich tendiere dazu zu sagen, das war bisher das schwerste Rätsel im ganzen Spiel. Jawohl. Ja, doch, kann man sagen. Okay. Was gilt es also zu tun? Dann gibt es wohl 3 weitere Rätsel. Okay, eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Dann im nächsten Part 2. Und ein Bosskampf. Und gucken, was in der 5. Welt abgeht. Dass wir von den verbleibenden 4 eben jetzt 2 in diesem Part und 2 im nächsten haben. Der nächste Part beginnt dann eben mit Rätseln, aber gibt Schlimmeres, hoffe ich. Wir machen das hier. Kann man nichts machen. Übelste Übertreibung diesbezüglich. Was? Die sind sogar umgefallen. Willst du zum Konzert von Lady M gehen? Ja, ich habe davon gehört, aber ich muss weiterarbeiten. Sieh mir das neue Rätsel an. Wo sind die denn umgefallen? Komm wieder hoch. Muss man nur mit Füchsen arbeiten. Ja, ich probiere einfach mal. Ah, verdammt. Es geht nicht ganz so, wie ich wollte gerade. Aber doch, geht. Das war nicht so wild. Ich dachte erst, es wäre knifflig. Vielleicht liegt es auch im Auge des Betrachters, ne? Deswegen sage ich euch auch gerne, sagt mir mal, ob ihr quasi die Lösung immer schon auf der Hand hattet oder bei manchen, die ich sofort löse, gar nicht draufgekommen wärt oder... Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an jedem selbst. Vielleicht habe ich einfach manchmal, sehe ich den Baum vor lauter Wäldern nicht. Den Wald vor lauter Bäumen nicht. So sieht's aus. So, ihr kennt den Plan. Der Plan steht. 2 weitere Rätsel zu Beginn des nächsten Parts und dann den Boss und ab nach Welt 5. Yay! Das wollt ihr nicht verpassen, also Like da lassen. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.